Ein neuer, wunderschöner Morgen geht auf über dem Dschungel, ja, in Minecraft Mystery. Ich freue mich, dass ihr alle wieder vorbeigeschaut habt, dass ihr alle wieder sehen wollt, was heute so passiert. Und ich sage euch, heute haben wir einen toughen Zeitplan. Aber ich denke, wir kriegen alles durch, was ich mir so für heute vorgenommen habe. Es sind ein paar Kleinigkeiten, die heute anfallen. Unter anderem die Spielkiste vom Lars, die hier steht. Da gibt es ein bisschen was zu tun. Und dann will ich gleich zur ersten Aufgabe übergehen. Und zwar fliegen wir mal zum Mika. Ja, ihr habt richtig gehört. Zum Mika. Und wenn ich mich jetzt nicht verflogen habe, was habe ich denn jetzt gemacht? Wenn man nicht konzentriert, dann fliegt man in irgendeine Richtung. Und zwar hat der Mika einen Neuanfang gewagt. Er war nicht mehr so ganz zufrieden mit dem, wie seine Base im Moment ausschaut. Und hat dort auf dem Berg einen Neuanfang gestartet. Und ja, ich freue mich sehr, dass der Mika jetzt wieder zurück ist. Zu neuer Stärke erblüht, mit neuem Rechner etc. neuer Wohnung. Mika, da kann ja nichts mehr schief gehen. Ganz genau. Und aus dem Grund dachte ich mir, so einen Anfang muss man unterstützen. Und ich habe dem Mika ein paar Kleinigkeiten mitgebracht. Aber anscheinend hat er genug Rohstoffe. Kann er einfach liegen lassen. So, dem Mika bauen wir hier eine klitzekleine Kleinigkeit hin, damit er dann, wenn er kommt, eine Freude hat. Und da wir unsere Klitzekleinigkeit auch schon gebaut, wir schauen uns das jetzt mal an, was ich hier mir überlegt habe. Und zum einen, hoppala, habe ich hier eine Karte mit, da steht Grüße vom Kroko, denn das Banner hier oben heißt Grüße vom Kroko. Und ich dachte, wir können unser Banner ruhig mal ein bisschen mehr nutzen, wenn wir es schon haben, um gleich mal zu zeigen, das sind wir. Also, habe ich einfach nur so eine kleine Spielerei. Dann habe ich eine Truhe hier hin und in die Truhe kommt zum einen ein Diamant mit viel Erfolg und zum anderen kommen zwei Kisten. Einmal die das Standardburgenbaupaket und einmal das Profiburgenbaupaket. Standard schreibt man schon so, ne? Ich bin da jedes Mal überlegen, ob ich Standard mit T am Ende oder mit D am Ende schreibe. Naja, egal. So, im Standard-Burgenbaupaket sind einfach nur schöne Steine drin. Im Profi-Burgenbaupaket habe ich ihm verschiedenste Arten von Steinen reingepackt. Ketten, Fackeln und auch noch eine Glocke. Dann kann er sich irgendwo einen Glockenturm bauen. Dachte ich mir, das wäre doch irgendwie ganz nett, so ein bisschen Ansporn ihm zu geben. So und so. Ich schaue gerade, dass ich nichts vergessen habe. Ich glaube, das war im Großen und Ganzen alles, was ich dem Mika überreichen wollte. Einfach so ein kleiner Headstart, ein bisschen Ressourcen. Ich weiß, er hat eine Menge Ressourcen schon gesammelt, aber da hat er doch so ein paar verschiedene. Außerdem müssen wir einfach die Nachbarschaft fördern, ne? Dass man freundlich aufeinander zugeht und sich unterstützt. Und dann kann der Ork auch mal wieder die ein oder andere Schlawinerei machen. Dann fliegen wir auch schon vom Mika weiter. Hier haben wir eigentlich gerade kein Business. Aber es ist immer wieder schön, hier so vorbeizuschauen, zu schauen, was hier so gibt. War der Baum nicht auch mal schöner beim Lars? Da waren noch mal Goldblöcke und so. Alles wird hier nicht mehr so schön. Oh, da muss ich mal kurz dem Ork unter die Arme greifen. Und weiter. Ich habe jetzt mit Absicht mal eine Zwischenlandung hier gemacht. Einfach nochmal für alle, die den Stream verpasst hatten. Wir hatten ja letzte Woche wunderbar einen Mystery-Stream. Hier ist noch eine Werkbank, die nicht hier sein sollte. Dann merkt man mal. Auf dem Weg kommen wir jetzt zurück bis zu unserem Baum. Und ich wollte euch das einfach mal zeigen, einfach im Fall, dass ihr den Stream verpasst habt. Die könnt ihr jederzeit nachschauen. Wir quatschen über die schönsten Dinge. Hier gibt es eine Brücke über diesen Abgrund. Rechts ein Geländer. Links wäre es praktisch, aber ich fand es irgendwie schöner, wenn links der Abgrund ist und rechts das Geländer. Und hier kommen wir dann wunderbar runter. Und schaut mal, wir haben auch hier die Plattform gebaut. Also hier gibt es eine neue Plattform. Hier gibt es noch einen Bereich, den wir bauen können, bebauen können. Da kümmern wir uns tatsächlich nicht heute drum. Den werden wir Stück für Stück in den nächsten Folgen angehen. Aber hier gibt es einen großen Platz, den es zu gestalten gilt. Und wo hier noch kleine Häuschen fehlen. Vielleicht fehlt hier noch ein Baum. Wir schauen es uns an. Der nächste und wichtige Schritt ist natürlich, unsere Bienen hier zu vermehren. Hier müssen wir schauen, dass wir die vorantreiben, dass es sich immer mehr werden. Und ich weiß, ihr wartet alle drauf, ich habe den Titel des Videos so genannt und keine Sorge, ihr kriegt die Info auf alle Fälle gleich. Wann kommt das Ende von Mystery? Also auf was könnt ihr euch einstellen? Wie lange dauert es noch? Und ich kann euch so viel verraten. Wir haben schon noch eine Zeit gemeinsam hier in dieser Welt und können es uns auch noch eine Weile gut gehen lassen und gemütlich das genießen, was wir haben. Ich meine, ich bin auch froh, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, denn das, was wir hier geschaffen haben, diesen Baum, ja, muss man auch ein bisschen genießen können. Bienchen. Es ist immer wieder schön, der Herr der Bienen zu sein, muss ich sagen. Immer wieder
macht immer wieder Spaß. Also die Dinge habe ich wirklich in dieser Staffel sehr lieb gewonnen. Schaut mal, die Eisenfarm funktioniert. Jetzt geht sie wieder ein bisschen schlechter, es fällt immer nur noch ein Golem runter, aber eins ist immer noch besser wie keins. Also damit gebe ich mich jetzt erstmal zufrieden. So, nächste Aufgabe, ihr Lieben. Ihr erinnert euch, letzte Folge, wenn ihr sie nicht gesehen habt, schaut sie euch an, haben wir diesen wunderbaren Weg hier gebaut, mit dem ich auch, muss ich sagen, sehr, sehr, sehr zufrieden bin. Ja? Der führt bis zum Verkaufsdistrikt, und da steht ein Kuchen, scheint das letzte Mal auch schon da, wahrscheinlich. Der führt bis hier hinten. Jetzt gibt es noch ein paar Ecken und Abzweigungen, die es noch gilt zu gestalten bzw. zu bauen. Also ich möchte jetzt mit euch einen Weg hier zum Spawn bauen, den hier. Und dann möchte ich mit euch einen Weg bauen, der vom Spawn, also von hier. Ja, hier könnte man wieder so einen schönen Scheideweg machen. Also hier trennen sich wieder die Wege. Und dann gehen wir, würde ich sagen, hier. Sorry, du Baum, du musst leider weg. Und der Baum muss auch weg. Durch den Wald rüber zur Eisenfarm. Und ich denke, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ich habe mich vorher nämlich schon mal umgeschaut, werden wir nicht direkt zur Eisenfarm gehen, sondern wir werden uns hier durch den Wald arbeiten irgendwie. Und hier wieder auf den Weg treffen. Oder vielleicht auch hier, dass wir hier die Höhe noch mitnehmen. Das fände ich eigentlich ganz schön. Gehen wir hier runter und hier schräg durch den Wald. Das wäre der Plan. Von hier diagonal durch den Wald. Das wäre ja lustig mit den ganzen Bäumen. Kriegen wir hin. Das würde ich auf alle Fälle machen. Und dann stoßen wir dort auf den Weg. Ich denke, ihr habt euch alle gefragt, warum hat der Kroko die Folge genannt? Wann wird Mystery zu Ende sein? Ich habe sie aus dem Grund so genannt, weil ich dachte, das ist tatsächlich ein Thema, das alle ein bisschen beschäftigt. Ich kriege die Frage immer wieder, wann ist Mystery vorbei und gibt es wirklich ein Ende? Und ich dachte, wir sprechen da mal eben ganz kurz drüber. Denn es ist so geplant, dass wir Mystery aufhören, wenn Craft Attack anfängt. Das haben die ein oder anderen von euch schon gehört, aber jetzt wisst ihr es alle. Und das ist auch gut so, denn ich werde nicht zwei Survival-Projekte parallel fahren können. Das schaffe ich nicht. Schön baut der Kroko da übrigens den Weg, finde ich. Macht er gut. Auf alle Fälle ist es für euch wichtig zu wissen, Craft Attack, denke ich mal, wenn es so ist wie die letzten Jahre, wird im November anfangen. Folglich haben wir noch zwei ganze Monate, wo wir mit unserer Elfen-Mystery-Welt, ja, uns spielen können. Und da passiert noch genug und viel und schöne Bauwerke. Ich freue mich riesig darauf. Also legt euch entspannt zurück, genießt die ganzen Folgen und keine Sorge. Es geht danach umso actionreich weiter. Der Weg ist soweit fertig. Jetzt ist noch hier die Kreuzung zu klären. Das geht jetzt gar nicht so, wie ich das mir vorgestellt hatte. Ich dachte nämlich erst, man kann Schilder übereinander bauen. Das ging ja mal, das geht jetzt nicht mehr. Finde ich schade. Machen wir so. Ich habe eine Idee. Mal so, wir brauchen hier einen Gerüstblock. Ja, dich brauchen wir nicht. So, einen Gerüstblock. Ich habe da eine Idee. Passt mal auf. Das machen wir nämlich jetzt so. Geht das? 1, 2, 3, 4. Geht nicht, noch eins höher. Jetzt ist es nah. Die Dinger werden ganz schön hoch, aber es geht nicht anders. So und so. Dann brauchen wir die Ketten hier. Die hängen wir hier ab. 2, 3, 1, 2, 3. Die mittlere raus. Und dann kommen da die Schilder rein, die in den entsprechenden Richtungen weisen. Und jetzt mit den Schildern ist klar, in die Richtung geht es zum Spawn und in die Richtung geht es zum Community-Markt. Und eventuell müssen wir das Schild hier hinten jetzt anpassen. Denn hier hinten haben wir geschrieben, es geht nur zum Community-Markt. Da sollte es zum Community-Markt und zum Spawn gehen. Nachdem ihr jetzt auch alle wisst, wie es mit Mystery weitergeht, dachte ich mir, widmen wir uns doch mal dieser dicken Box hier. Zum einen wünsche ich mir heute mal von euch in den Kommentaren, wie ihr diese Weggestaltung hier findet. Ob ihr das gut findet, ob ihr es überflüssig findet, ob ihr euch das von den anderen auch wünschen würdet, dass sie das ihre Gebäude so anbinden. Ich denke, wir sind an unserer Ecke jetzt sogar weitestgehend fertig. Nein, stimmt nicht. Wir müssen noch zum Magierturm. Den Magierturm werden wir noch irgendwie anbinden so und dann hier zu uns auch im besten Fall durch den Dschungel durch. Das müssen wir uns aber noch anschauen. Das sind auch ein bisschen weitere Wege, wie wir das am besten hinkriegen. Können wir immer hier auch schnell spicken. Da müssten wir wahrscheinlich hier hinten hier an der Ecke abzweigen. Ah, das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Hier zweigen wir ab zum Magierturm. Und dann können wir natürlich hier eine coole Brücke hinbauen, die hier rüber führt. Dann hier rauf. Das wird nochmal ein ganz schönes Unterfangen. Und dann hier unten am Fuß des Magierturms wahrscheinlich dann weg in den Dschungel hinein bis zu uns. Ist auch vielleicht nochmal was für einen Livestream. Schauen wir uns an. Genau, wir schauen uns jetzt an, was der Lars uns hier hinterlassen hat. Das ist ja eine kleine Spielzeugkiste, wie mir scheint. Eine Kiste mit jeder Menge Gerümpel. Hier oben sind Bücher drinnen.
Und unten steht ein Buch und eine Kiste. Wir schauen uns erstmal die Kiste an und dann gehen wir zu dem Buch. Kiste leer. Buchständer voll. Halt. Seite 1. Hallo Schnappi. Willkommen in deiner Spielzeugkiste. Wer ist denn Schnappi? Ich kenne diesen Schnappi nicht. Schnieschner Schnauze, sage ich da nur. In der Kiste ist ein Netherite-Block. Wie bitte? Nice. Ein Netherite-Block versteckt. Da ich eine Elytra brauche, biete ich dir diesen Netherite-Block als Tausch an. Ich habe dir auch ein Baugebiet zum Austoben an meiner Brücke ausgewiesen. Oder können wir da mal hinschauen? Beim Orklager ist noch ein Brief für dich. Die Kiste und alles darin darfst du gerne abbauen und behalten. Dein König Larissimus Elpeos der Dritte. PS. Der Zweite war mein Papa und der Erste der Opa, der Gründungsvater. Alles klar, wir müssen schlafen. Wir schlafen gleich hier in der Spielkiste. Ein neuer Tag und wir erobern die Spielzeugkiste und schauen uns mal um, was der Lars sich hier so ausgedacht hat. Also, hier sind hier gar keine Leitern drin. Hier sind ja gar keine Leitern drin, wir müssen hier wirklich durch. Also wir haben hier, was ist denn das? Einen Schlüssel? Nee. Ah, nein, das ist eine Eisenbahn. Hier oben ist die Dings und da raucht es raus. Eine Eisenbahn, eindeutig ein Fußball und das ist ein Lebkuchenmännchen. Das ist ein Lebkuchenmännchen, auch schon süß aus, ne? Könnte auch ein cooles Screenshot sein. So. Hoi. Okay. Fußball-Dings. Und was ist denn das da? Na gut, okay. Man kann schon erkennen. Das könnte ein Krokodil... Nee, ein Krokodil hat nichts Rotes davon. Das ist eine Schlange mit der gespaltenen Zunge. Eine Schlange. Ich finde die Augen ja süß. Okay, wir haben eine Schlange. Dann checken wir doch gleich mal ab. Er hat gesagt, es ist ein Netherite-Block versteckt, ob im Ball was drin ist. Oh, das war einfach. Nö, Ball ist leer. Hinter dem Choo-Choo-Zug? Gehen wir mal hier so rein. Mittig. Reinchecken. Schaut leer aus. Dann fliegen wir mal eine Etage höher. Schauen uns mal an, was hier oben so ist. Oh, ach, 100% im Luftballon. 100% im Luftballon. Nö. Schauen wir mal rein. Ne, auch nicht. Auch nicht. Wo hat das denn versteckt? Okay, wahrscheinlich dann im Bücherregal. Schauen wir mal. Eins nach dem anderen. Okay, Luftballon haben wir gecheckt. Da ist ein Schwert. Oh, ist unser Softschwert. Und dann haben wir noch das Bücherregal. Nice. Okay. Leserichtung von links nach rechts. Arbeiten wir uns von links nach rechts durch die Bücher durch? Los geht's. Nice. Warte, geh mal rein da. Ist da überhaupt was dahinter? Ah, nur hier. Das schaut doch gut aus. Lars. Auf Anhieb, meine Lieben. Auf Anhieb. Da müssen wir unten gar nicht durchsuchen. Nice. Oh, wieder zu. Ziemlich cool. Hier war nichts. Nur links. Perfekto. Boah, schau ich mal das Ding an. Es wiegt schon so viel. Boah, Block of Netherite. Warum kriegen wir jetzt erst die Rezepte mit Netherite? Wir haben ja Netherite schon gemacht. Weiß wer, verstehe wer will. Was war hier für eine Farbe? Grün. Lars, du bist ja ein Verrückter. Ein Block Netherite. Ey, wisst ihr, was wir da alles machen können? Wir werden auf alle Fälle mal die Schaufel, die Spitzhacke. Also das ist ja unsere Ersatzspitzhacke, aber die werden wir auf alle Fälle machen. Dann haben wir immer noch 7 Stück übrig. Hey, da können wir uns ja irgendwo eine Rüstung hinstellen. Nice. Lars, Dankeschön. Und da müssen wir uns das einfallen lassen. Aber ich check mal trotz alledem. Ich traue dem Lars nicht so ganz, was hinter diesen Bücherregalen ist. Ich traue niemals einem selbsternannten König. Okay, nichts. In der Schlange? Okay, auch nichts. Oh, doch, vielleicht da. Nö. Da? Sehe ich nicht ganz hinter. Das ist mir suspekt. Auch nichts. Okay, ihr Lieben, wir haben eine Thematik. Also die Spielkiste ist ja schon ziemlich lässig. Also so eine Riesenkiste hat was. Ich habe jetzt mal ein Aber. Beziehungsweise zwei Abers. Nee, ein Aber bloß. Die steht voll... Zwei Abers. Die steht voll in meinem Blick. Und sie steht voll so, dass man den Blick nicht mehr gescheit drauf bekommt. Also ich bin nicht ganz happy mit der Position dieser Box. Jetzt ist die Frage, Lars hat geschrieben, ich kann die Truhe abbauen und die Rohstoffe für mich verwenden. Allerdings ist Mystery auch ein Gemeinschaftsprojekt. Das heißt, ich bin nicht so der Typ, der gerne weghaut, was andere gebaut haben. Und da steckt schon auch Zeit drinnen. Ich persönlich, glaube ich, würde sie eher wegmachen. Einfach auch aus dem Grund,
weil sie eben in meinem Blick steht und ich finde, sie hat jetzt nichts Elfisches in dem Sinne. Ich würde die Entscheidung aber an euch abgeben. Und wenn ich nichts vergeigt habe, ist ab 14 Uhr heute auch schon eine Abstimmung live. Das heißt, ihr könnt jetzt abstimmen, soll die Kiste bleiben oder soll die Kiste weg? Ihr entscheidet, ob die Kiste hier bleibt, dass sie jeder sich anschauen kann, der neu auf den Server kommt, also der nicht auf den Server kommt, sondern der die Map sich dann runterlädt, oder soll sie weg, um die Landschaft hier nicht zu verunstalten, denn wir werden ja hier noch unsere Farmen weiterbauen etc. Und da könnt ihr dieses Ding schon optisch stören, wie auch, ja, es wirft Schatten und so weiter und so fort. Also stimmt ab, schreibt im Community-Tab, was eure Meinung ist und dann werden wir entsprechend handeln. Vielleicht machen wir auch ein riesengroßes Lagerfeuer daraus. Es brennt alles da drin. Machen wir ein großes Lagerfeuer, machen einen Hexentanz außenrum, laden ein paar Freunde ein und essen gegrillte Kuh. Ein Block Netherite. Schaut euch das mal an. Ich habe mir Gedanken gemacht. Der Lars hat mir einen Block Netherite gegeben. Der Mika hat uns zwei Netherite-Barren für einen Elytra gegeben. Der Lars braucht eine besondere Elytra. Ich werde mal Erkundigungen machen und ein paar Dinge herausfinden und daran arbeiten. Bis dahin schauen wir, dass wir dem Lars eine Übergangs-Elytra geben. Dass er jetzt, also bei sowas, bei so einer Bezahlsumme muss man sofort liefern. Nee, wir müssen schon ganz runter. Der Zeitpunkt ist gekommen. Ich möchte die Elytra verzaubern. Ich brauche Bücher mit Unbreaking. Habe ich leider nicht. Aber, und auch nicht gerade nicht genug Erfahrungslevel. Aus dem Grund dachte ich mir, schmeißen hier oben mal das Ding rein, legen den Hebel hier um. Schauen wir mal, wie viele Erfahrungspunkte wir hier rausbekommen. Bin jetzt echt gespannt. Echt gespannt. Wir sind auf 23. Auf 40. Okay. Ist okay. Das ist nicht ultra genial, aber ist okay. Leider können wir die Elytra nicht direkt verzaubern. Das ist echt schade. Efficiency 3, Feather Falling 2. Also wir machen so lange Einser-Verzauberung, bis wir hier Unbreaking 3 bekommen. Lauter Quatsch, hey. Kein Glück gehabt. Ey, es ist doch zum Mäusemelken. Etliches Handeln später, Buch Nummer 1, Unbreaking 3. Nice. Weiter geht's. So, dann machen wir jetzt mal Lars seine vorläufige Elytra. Sie nennen wir auf alle Fälle um, und zwar nennen wir die... Wie nennen wir die denn? Vorläufige Elytra. Genau, und dann packen wir da gleich mal Mending drauf. Wir könnten uns natürlich das Unbreaking-Buch bis dahin aufheben. Falls wir nicht noch eins kriegen, aber eigentlich wollte ich ihm 2 mit Unbreaking geben. Was war denn das? Warum schmeißt er die Schritte gegen? Weil der Amboss wieder kaputt gegangen ist. Wir machen das jetzt tatsächlich so. Ich hebe mir das Unbreaking-Buch auf. Ich habe keine Lust, nochmal die ganze Zeit rumzuklicken und zu hoffen, dass ich ein Unbreaking-Buch bekomme. Und wenn, dann wäre mal eins auf Vorrat ganz gut, weil hier haben wir auch keine zweite Elytra mit Unbreaking 3. Wir heben uns, wir machen das mit Lars seine richtige Elytra. Da habe ich was Besonderes mit vor. Geduld. Er kriegt eine vorläufige Elytra. Wir schreiben ihm da auch ein Buch mit dem Hinweis dazu, dass er weiß, dass er da nicht, dass er da nicht beschissen wird. Und jetzt hauen wir uns nochmal unser Netherite hier drauf. Yes. Zweite Netherite Spitzhacke. Ja. Silk Touch. Und endlich die Netherite Schaufel. Seid ihr auch zufrieden? Ah. Und dann, meine Lieben, haben wir noch 8 Netherite Blöcke. Wir hatten einen hier drin, 7 kommen rein. Perfekt mit dem Kopf. Müssen wir uns noch was einfallen lassen. Also, es sieht sehr, sehr gut aus mit unseren Netherite Ausrüstung. Wir bringen dem Lars seine Elytra. Lassen uns noch was einfallen. Langsam taucht am Horizont der Turm des Königs Larissimus auf. Und Kroko setzt zur Landung an. Ach da, der Baum hat kein Gold, der Baum hat Gold. Da habe ich mich vorher gewundert. Wo bauen wir es ihm hin? Hier bauen wir es ihm hin. Zack. 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 Kleiner Tisch. So. Auf den Tisch. Wunderbar die Truhe. Auf die Truhe das Schild. Damit ist das Ganze hier fertig und überbracht. Hier steht drinnen: Ihre königliche Elytra ist aktuell noch beim Schneider. Vorläufige Elytra, ich werde sie so schnell wie möglich liefern. Untertänigst Kroko. Botschaft überbracht. Übrigens für euch zur Info, wir verballern ungefähr ein halbes Stack Raketen easy pro Folge. Verrückt. Aus diesem Grund habe ich mir überlegt, nehmen wir doch einfach mal den Netherweg, um ein bisschen Raketen zu sparen. Total bescheuerte Idee. Man braucht ewig. Der Elytra wäre ich schon dreimal da gewesen. Ich möchte mit euch jetzt eine Runde am
Der Eisenfarm bauen. Lars hat sich echt schon eine goldene Nase mit mir verdient. Jupp, schaut euch mal an, wie viele Diamanten wir da schon ausgegeben haben, nur für Wolle. Und wir brauchen ja, haben wir gesagt, Teppiche, damit wir unseren kompletten Baum spawnproof machen können. Und ich mache jetzt noch eine kleine Timelapse zum Abschluss, würde ich sagen, indem wir ein bisschen anfangen mit dem Baum, die ersten Dinge mit Teppich präparieren und schauen, wie sich das entwickelt. Das war es jetzt fürs erste Mal. Nicht wundern, wenn ihr sagt, hey, Grogory schaut immer noch wie ein Klotz aus. Erinnert euch noch an den Baum? Na? Der sah am Anfang auch nicht gut aus. Das wird richtig cool. Und keine Sorge, ich habe echt ein paar Ideen dafür. Ein paar von euch haben brennender Baumstumpf gesagt. Baumstumpf, ja, ihr habt es heraufbeschworen. Wir hatten ja gerade Schwierigkeiten, wie ihr mitbekommen habt. Ich bin gespannt, ob ich die Schwierigkeiten mit dem Glas behoben habe. Ihr könnt mich ja wissen lassen, ob das Glas die Lava abhält, die hier immer so, also die den Funkenflug, oder ob ich irgendwas damit mal kaputt machen kann. Haltet mich da am Laufenden, gebt mir da Bescheid. Und bin gespannt, ob ich jetzt meine Farm mit dem Bauwerk hier, das ich hier mache, kaputt mache oder nicht. Wir werden es ausprobieren, wir testen es aus. Es bleibt spannend. Ihr Lieben, das war's für die Folge von heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr sehr gerne liken, wenn ihr neu seid. Dann vergesst nicht zu abonnieren und habt eine Menge nachzuschauen. Ansonsten würde ich sagen, macht's das gut und wir sehen uns im nächsten Video. Verzeih!